Der kam Gronau raus. Okay. Und heute zufrieden? Ja, sehr glücklich mit dem Standort Gronau. Ja, da das Ganze ja Kamingespräche heißt, brauchen wir auch einen. Und den haben wir gefunden im Whisky- und Zigarsalon in Gronau. Ja, und da ist es nicht weit her, natürlich den Inhaber und meinen Freund Han Hildering als ersten Interviewpartner zu holen. Und da sind die beiden Themen Selbstständigkeit, aber auch, wie ist es als Niederländer in Gronau, also dieses Grenzüberschreitende, die beiden Punkte, die beiden Themen, die ich heute mit ihm besprechen möchte. Hallo Han, schön, dass ich hier sein darf. Danke, gerne. Darf ich dich fragen, hattest du heute schon einen Whisky? Nein, nee, es ist nicht jeden Tag fest. Okay. Das heißt, gibt es denn irgendwo da Regeln? Whisky ist ja ein Genussmittel und eine Trinkkultur bei den Schotten oder auch bei den Iren. Gibt es da irgendwelche Regeln? Oder ich habe ja auch das schon von dir gehört, dass der eine oder andere kein Sonntagmorgens-Whisky ist. Stellt sich mir natürlich die Frage, das heißt, es gibt welche, die man Sonntagmorgens trinkt. Wie stehst du dazu? Gibt es da was, woran ich mich halten kann als Laie? Natürlich. Aber Schotten, Iren sind Hersteller von Whisky. Die meisten, die Whisky trinken in Europa, sind die Franzosen. Okay. Das ist unglaublich, welche Mengen dahin gehen. Mm. Aber auf deine Frage, Sonntagmorgen-Whisky, ja, die gibt's. Okay. Eigentlich ist das eine Erfindung von mir. Sonntagmorgen-Whisky ist ein Whisky, den man schön trinken kann, um guten Appetit zu bekommen, um zum Mittagstisch zu gehen. Du kennst den deutschen Frühschoppen? Ja, sind die ja Weltmeister drin. Wir reden nicht über Fußball, ich bin ja Niederländer. Nein, Fußball lassen wir heute außen vor. Wir wollen dich als Experten ja haben. Und dementsprechend, wie gesagt, eine Kultur, die meines Erachtens gar nicht mehr so existiert, die des Frühshoppens. Früher ja eine Sache, glaube ich, auch des Netzwerkens und wo das ja zum guten Ton dazugehörte. Ja, das ist richtig schade. Ich lebe ja jetzt in Deutschland. Ich habe mich auch ein bisschen mehr auf Frühshoppen gefreut, aber es ist nicht so oft mehr. Stimmt. Okay. Aber wir wollen ja weniger über das eigene Trinken sprechen. Dein Laden, du verkaufst Whisky und natürlich auch Zigarren. Du bist, glaube ich, seit Herbst 2013 selbstständig. Ja. Wie war das in der Zeit? Wie viel Mut und Optimismus hast du gebraucht oder was hat dich dazu bewogen, dich selbstständig zu machen? 2008 ist die Krise in den Niederlanden angefangen. 2011 ist die Firma, wo ich gearbeitet habe, ist in Insolvenz gegangen, war ich Mitte 50 und versuchte dann nochmal wieder an die Arbeit zu kommen. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich war schon lange hobbymäßig beschäftigt mit Whisky, mit Whisky-Tastings für Freunde, Bekannte, Bekannten. Und dann habe ich gesagt, gucken, ob ich wie nicht selbst einen Laden anfangen kann. Weil das klingt ja danach, dass dann durchaus dein Alter auch ein Grund der Selbstständigkeit war. Ich könnte mir vorstellen, dass viele genau andersrum argumentieren, sagen, oh mein Gott, in dem Alter das noch antun? Also wie weit hat das für dich eine Rolle gespielt, dein Alter? Oder was für ein Feedback hast du da aus deinem Umfeld bekommen? Ja, natürlich sind Leute da, die sagen von, hey, was machst du da noch? Jetzt noch, weißt du auch, was das bedeutet, wie viel Arbeit das ist? Da war ich mich von bewusst, dass das sehr viel und sehr schwer werden wird. Aber ich habe absolut die Möglichkeiten gesehen. Siehst du es als Arbeit? Ist das hier ein Job? Nee. Oder hast du auch irgendwo Ich bringe es natürlich so, es ist Arbeit, es ist absolut nicht. Es ist Hobby. Es ist aus Leidenschaft geboren. Und jeden Tag mit Whisky und Zigarre Leuten Freude machen, das ist keine Arbeit, das ist absolut Hobby. Es ist, glaube ich, ein Produkt, was ja auch irgendwo mit Ruhe, mit Gemütlichkeit zu tun hat. Jetzt denke ich bei Unternehmertum immer an Schnelligkeit, an die Welt dreht sich schneller, Digitalisierung, also eigentlich Unternehmertum für Schnelligkeit. Jetzt hast du aber Produkte, die eher für eine Langsamkeit sprechen. Ist das ein Widerspruch oder ergänzt sich das? Nein, das ergänzt sich wunderbar. Es wird sehr viel verkauft im Internet, stimmt, aber es kommen immer mehr Leute, die es auch richtig genießen möchten. Komm hier für eine gute Beratung. Im Internet kann man lesen, findet man keine Beratung. Und ich habe natürlich hier auch die Möglichkeit, wir haben hier eine Rauchlounge, dass Leute sich hier in Ruhe hinsetzen können und mit anderen Zigarrenliebhaber, Aficionados, die Zigarre genießen können. Stichwort Internet. Ich höre oft, wie gesagt, dass man darüber meckert. Viele gehen aber trotzdem da ja auch einkaufen.
Das ist natürlich auch schon, glaube ich, ein Aspekt, ein Handelsgeschäft in der heutigen Zeit hier zu führen, zum Anfassen, nicht digital. Wie stehst du zu diesem Aspekt, Facheinzelhandel oder Einzelhandel stationär zum Internet? Internet ist da, wird auch nie mehr verschwinden. Als Fachhandel muss man dafür sorgen, dass man was Extras bietet. Und das kann in bestimmte Produkte sein, aber das Wichtigste ist Beratung. Und dann kommt dazu, dass natürlich immer mehr Leute sagen von, nö, Internet ist schön, aber da kann ich mir was holen und auch verstehen, dass wenn die das nicht tun, dass dann die komplette Mittelstand auf einem bestimmten Moment weg ist. Jetzt hast du ja dann auch noch ein Geschäftsmodell, wo es nicht nur um reinen Verkauf geht, sondern auch mit deiner Raucherlounge den Leuten ja auch ein Ambiente bietest, eine Räumlichkeit. Das geht dann ja zum Glück nicht im Internet für dich. Der Standort Gronau, Zufall oder wie kam es dazu? Ja, Gronau ist absolut Zufall. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es Gronau geworden ist. Komme ich gleich noch drüber. Nee, wir hatten vor, zu starten in Enschede. Okay. Aber wir haben da keine Genehmigung bekommen. Und dann haben wir neue Marktforschung machen lassen. Und da hatte ich selber erwartet, da kommt Ahaus oder Bad Bentheim raus. Mhm. Und nee, da kam Gronau raus. Okay. Und heute zufrieden? Ja, sehr glücklich mit dem Standort Gronau. Weil? Absolut. Wir haben Bahn. Es ist sehr gut für die Leute aus den Niederlanden, die für ein Tasting kommen, brauchen nicht mit dem Auto oder was dann auch zurück. Die Bahn ist da. Ost-West. Nord-Süd-Verbindung ist supergut. Die 31 liegt hier hinten. Dus wir sind supergut zu erreichen. Und das spüren wir auch, weil wir ja mittlerweile Kuhn, Dortmund, Essen, Willems auf Friedrichshafen. Mhm. Dus von ganz unten und ganz oben kommen Leute nach uns. Kannst du so eine Art Kerngebiet einschätzen? Also jetzt nicht ein paar Ausnahmen, sondern wie weit kommen 75% deiner Kunden oder 80, 90, kann man das irgendwie festhalten? Wie ja, weit fahren die? Also du bist nicht nur für Gronau da, sondern nee, für die Region. Nee, von Gronau, das ist nicht negativ gemeint. Von Gronau alleine kann man nicht leben. Auch wenn diesen Laden in Enschede wäre, das wird nicht funktionieren. Okay. Wir im Umkreis so von 50 Kilometer kommen unsere Kunden näher. Und das ist nicht nur aus Deutschland, aber auch aus den Niederlanden. Das ist ein gutes Stichwort. Du als Niederländer in Gronau, wie geht es dir selber damit? Und oder wie sind auch die Erfahrungen der Kunden? Also ist das, spielt das eine Rolle? Ist das was Besonderes, dass der Niederländer jetzt auf deutscher Seite sitzt? Ja, erst war das wohl ein bisschen von, hä? Und natürlich sehr oft die Frage, warum bist du nicht in Enschede? Mhm. Und so ein Laden erwartet man hier eigentlich nicht. Aber wenn man das erklärt, ist da, sehr viele Leute finden es toll. Die finden es super, dass man als Niederländer so einen Laden anfängt in Deutschland. Das heißt, die Niederländer finde ich auch hier auf der deutschen Seite? Ja, absolut. Dauert etwas lange, weil es ist noch immer eine Grenze dazwischen. Ja. Und für bestimmte Leute ist das doch was befremdlich. Dann gehen die nach Ausland, obwohl die von Enschede nach Arnhem oder nach Zutphen fahren, auch um Zigarren zu holen. Und 10 Kilometer nach die andere Seite. Ja, aber das ist Ausland. Ja, das wird immer besser. Ja, und deswegen, da kann man natürlich heute dann auch die Frage stellen, ob deine deutsche Klientel so den Weg nach Enschede gefunden hätte. Und ob das dann nicht ein Vorteil ist, dass vielleicht der Deutsche in Gronau noch auf deutscher Seite einkaufen kann? Ja, ich kann nicht sagen, aber gefühlt sage ich, ist das darum auch super schön, dass wir Standort Gronau haben und nicht Standort Enschede. Ich finde das sehr toll, dass du den Weg nach Gronau gefunden hast. Jetzt hast du ja eine große Auswahl an Whiskys. Was meinst du, ob wir wohl mal einen probieren können? Ich glaube, da ist etwas für uns beide dabei, ja. Dann freue ich mich darauf. Mach mir gerne. Lieber Han, sag uns doch mal eben, wo sind wir eigentlich heute? Wir sitzen im Gronau, in meinem Laden, mein Hobbygebiet, Whisky und Zigarren. Jetzt sehe ich hier ein Regal mit schon angebrochenen Flaschen. Du verkaufst ja keine angebrochenen Flaschen. Was hat es damit auf sich? In welchem Raum stehen wir hier? Wir stehen hier im Rauchersalon. Diese Flaschen, die hier stehen, die nutzen wir bei unserer Tasting. Ja, ich glaube, dass wir uns heute mal schön begeistern lassen. Über Bavini Caribbean Cask, 14 Jahre alt, nachgereift auf Rumfässer. Wenn ich Caribbean Cask lese, das ist ja kein Rum. Nee.
Aber hat da was irgendwie mit zu tun? Ja, die Fässer, worin er nachgereift ist, da ist früher Rum in gewesen. Dann bin ich mal gespannt. Bitte. Auf dich und deinen Laden. Zum Wohl, danke. Wohle. Ja, ich bleib dabei, da hast du wieder ein gutes Händchen für mich bewiesen. Lass uns nochmal auf diesen Punkt kommen. Wir waren gerade dabei, du so als Niederländer in Gronau, wie man das gesehen hat. Ich persönlich finde das ja auch ganz interessant, dieses Grenzüberschreitende. Und ich glaube, es ist nicht ein großes Geheimnis, dass mir da noch ein paar Dinge zu wenig geschehen. Wie siehst du so das Standortmarketing unserer Region, dieses Grenzüberschreitende zwischen, weiß nicht, Enschede, Gronau oder zwischen Twente und dem Münsterland? Wo siehst du gute Aspekte oder fehlt dir auch noch was? Wie stehst du zu dem Aspekt? Es ist sehr gut, dass die zwei zusammenkommen. Schulen, Hochschulen sehe ich zum Beispiel, Saxion UT, da sind schon sehr viele deutsche Studenten da. Wenn ich nach die andere Seite gucke, von anderen Aktivitäten, nimm zum Beispiel das Jazzfest, was wir hier hatten. Wie viel Kunden nach dem Jazzfest hier nicht gewesen, die wussten gar nicht, dass es hier war. Ja. Leute aus Enschede. Und dann sage ich, da ist noch mehr zu tun, um die abzuholen. Weil eigentlich ist es das Schöne, wenn unser eins über die Grenze fährt, finde ich, sehe ich es vor Ort eigentlich gar nicht. Natürlich gibt es ein bisschen anderen Stil des Bauens, aber es ist ja eigentlich für uns beide doch kein großer Akt, über die Grenze zu gehen. Das aber doch noch an anderer Stelle irgendwo in den Köpfen sie vorhanden ist, oder? Ja, in den Köpfen ist sie noch ganz bestimmt vorhanden. Natürlich die Witze, die es immer gibt, Niederländer, Deutschland, das bleibt doch so, ist doch gar kein Problem. Aber was mir richtig gefällt an die deutsche Seite, ist die Gründlichkeit. Okay. Es ist hier etwas formeller. Es wird hier gesiezt. Das Duzen hat mich sehr schwer getan, um das anzulernen übrigens. Und jetzt, wenn es ist, ja, wie duzen uns dann, ist es noch ganz oft, dass bei mir das Sie wieder da durchkommt. Werde ich auch nie richtig hinbekommen, glaube ich. Aber die Mentalität hier gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir immer aufgefallen ist, dieses Wort Verbindlichkeit. Da stolpern ab und zu meine Gesprächspartner drüber, insbesondere die Niederländer, die das nicht so gut übersetzen können. Und das fand ich immer eine ganz gute Bezeichnung, eigentlich so pauschal gesagt, dass wir Deutschen da ja, in unseren Aussagen und wenn wir mal etwas sagen, da verbindlicher als die Niederländer sind. Kannst du das nachvollziehen? Ja, bei Deutschen ist es viel mehr, die stehen für was die sagen. Und ganz bestimmt, wenn es geschäftlich ist, dann ist es bei den Niederländern noch wohl, ja, muss mir doch noch mal oder nein. Bei den Deutschen ist es klipp und klar so und that's it. Was mich beeindruckt, positiv beeindruckt, ist die Geschwindigkeit, wie schnell man sich in den Niederlanden kennenlernen kann. Das ist also Borreltje, das ist ja so irgendwo das Netzwerken bei einem Drink. Da habe ich wirklich das Gefühl, das habe ich auf eurer Seite gelernt. Ja, das ist natürlich etwas sehr Schönes an die Niederlande, das Offene, das man hat. Het Borreltje, even overleggen. Ja, das ganz Lockere, das Informelle. Das ist an die Seite viel mehr. Ja, oder auch allein mal, lass uns ein Kopfchen Kaffee trinken und mal schauen, was können wir füreinander bedeuten. Ja. Ne, wenn ich diesen Ausdruck bei dem Deutschen höre, dann weiß ich, ah, du warst in den Niederlanden. Das finde ich, kommt irgendwie daher. Ne? Kaken, was können wir vor Elkar betekenen? Ja, da sind die Niederländer deutlich viel offener. Das stimmt. Ja, das, ich weiß nicht, liegt das dann irgendwie in der Mentalität, dass ihr vielleicht mehr so das Händlervolk seid und Handel funktioniert ja nur unter Menschen, während wir vielleicht da dann eher die Ingenieure sind, die erstmal irgendwie tüfteln und basteln und das dann machen wollen? Ja, glaub wohl. Bei Niederländern ist es, man sagt auch gegen mir, du verkaufst, glaube ich, auch alles mit Ausnahme von deiner Frau und Kinder. Ja, und das glaube ich wohl, das stimmt. Ja. Du sagtest gerade auch schon, dass man ja durchaus mal seine Witze macht. Und wie gesagt, das Thema Fußball klammern wir ja aus.
Wie weit ist das auch gut, dass es da gewisse Unterschiede gibt oder wie weit auch nicht? Ich denke natürlich an Entwicklungen bei uns, zum Beispiel die AfD oder ein Geert Wilders in den Niederlanden. Also auch in unsere beiden Länder, und ich glaube, es geht uns nicht so schlecht auf dieser Welt, gibt es ja den Rechtspopulismus anscheinend wieder aufkeimen oder wird salonfähig. Ich finde es persönlich sehr kritisch. Wie stehst du dazu? Ja, Frage ist, wie man das sehen möchte. Ich glaube, dass es sehr gut ist, dass wir wohl unsere eigene Identität behalten. Mhm. Das ist für die Niederländer so, das ist für die Deutschen auch so. Es kann nicht so sein, dass Einwanderer hier bestimmen, was hier darf, was hier nicht darf. Wir haben unsere eigene Kultur, ja, und die ist christlich. Und ob man wo Christen ist, ja oder nein, das ist nicht wichtig, aber das liegt zugrunde an Europa. Mhm. Und das sollten wir auch festhalten. Ja, wenn ich da dann gucke, und vielleicht nicht nur Europa, die USA sind für mich eigentlich das typische Land der Einwanderer. Ja. Ist an sich das Land auch der großen Freiheiten. Und jetzt höre ich, wir müssen eine Mauer bauen und America first. Aus dem Land hätte ich es nicht erwartet. Ja, aber man sagt, Amerika ist das Land der großen Freiheiten. Ja, auf Papier, in die Mund. Versuch mal nach Amerika einzureisen. Mhm. Guck mal, was für einen Fragenbogen man alles eintragen muss. Das ist doch komplett schrecklich. Und das hat nichts auch mit diesen neuen Präsidenten zu tun. Ja, es wird in ihm noch mehr kommen, das stimmt. Aber so offen ist Amerika nicht. Ja, wie gesagt, es ist eine Entwicklung, ja, wo ich denke, wir sollten mal schauen, dass wir hier nicht noch eine Mauer bekommen. Es wäre zu schade für deine niederländischen Gäste. Weiß nicht, dann bauen wir einen Tunnel unten runter, oder? Das ja, mit den deutschen niederländischen Fähigkeiten. Die Niederländer haben ja richtig Ahnung in Tunnel bauen. Ja. Guck mal, überall, wo Wasser ist, können wir Tunnel bauen. Ja. Das ist gar kein Problem. Dann mache ich mir doch keine großen Sorgen hier auch um deinen Laden. Ich hoffe aber, dass die Grenzen offen bleiben. Ganz gerne. Wie ist sagt gut man das? Für beide. Wir vielleicht da auch erschaffen, dass ja die beiden Regionen, vielleicht sogar die dritte mit den Niedersachsen an. Wir Deutschen haben ja noch NRW und Niedersachsen, noch eine Landesgrenze, dass wir versuchen, da noch mehr zusammenzuwachsen oder zumindest dann die Unterschiede zu akzeptieren und damit umzugehen. Lieber Han, vielen Dank, dass ich heute und hoffentlich in Zukunft hier sein darf Ganz und gerne. Dass du mein erster Interviewpartner warst. Vielen Dank. Hat mich richtig gefreut, Ingo. Danke. Ja, ich glaube, man hat es gesehen, wir haben mit Han Hildering den passenden und würdigen ersten Interviewpartner gehabt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier mit ihm das Interview zu führen und freue mich auf die nächsten Gäste. Ich habe auch schon ein paar, die zugesagt haben. Dementsprechend, ja, seid gespannt und erstmal für heute vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis bald. Ciao.